So. Pete, du warst letztes Mal nicht bei HP2 dabei, nehme ich, glaube, ne? Ja, leider. Dann wissen wir, dann wer zuerst wählt. Dann wählst du zuerst. Okay. Dann Stevie. Dann Kirsche. Und dann ich. Und Aufnahme an. Hätte zwar wahrscheinlich bei vorletzter starten müssen, aber die Auswertung noch machen, also ja. Yay, ich habe einen Bonus-Startplatz. Du hast einen Bonus-Startplatz heute. Aber vielleicht bin ich sogar vorletzter, wer weiß. Na, die Auswertung muss ich endlich machen. Eine Kurve. Schon seit hier vorne. Aber auch wenn wir hier schon leben, war hier ein bisschen viel Action noch und dann habe ich die Auswertung immer noch nicht, aber ich muss die endlich mal machen jetzt. Sorry dafür. Alles gut. Alles noch seine Zeit. Aber das, dieses God of War Ragnarök, Mann, das hat ja eine Grafik, das ist enorm. Da was kannst ist das du, für ein Rennspiel? Das ist kein Rennspiel. Aber das hat eine Grafik, Alter. Also das sieht ja schon wirklich aus wie die Realität, ohne Scheiß, ey. Und das bereits auf der PlayStation 5, ey, weil das gibt's bisher nur für die PlayStation 5 und trotzdem, das sieht aus wie die Realität, ohne Witz. Achso, hast du deinen im Kinosaal da gespielt, ja? Ja, auf der 120 Zoll Leinwand mit 4K HDR. Ah ja, aber die PlayStation 5, die bringt echt gute Grafik, muss man echt sagen. Da muss man fairerweise sagen, hat Sony tatsächlich mal eine gute Konsole rausgebracht. So. Muss man fairerweise sagen, weil die vorigen Konsolen waren ja wirklich hoffnungslos underpowered, aber die... Echt? Naja, fand ich schon, aber die PlayStation 5, holy shit, die ist nicht schlecht. Ich meine, ich hatte nie eine Konsole so gesehen, keine Ahnung, aber ich dachte, dass die... Also ich meine, zu ihrer Zeit waren die schon underpowered, sagst du. Oder einfach boah, jetzt im Nachhinein gesehen. Sieht halt immer scheiße aus, die Grafik, ne? Ja, also zu deren Zeit war die eigentlich ganz gut eigentlich, ich eigentlich auch. Aber gut, die PlayStation 4 hat auch 300, glaube ich, gekostet, ne? Nee, die war auch teuer. War auch teuer? Achso, ja. Na gut. Dann nee, okay. Na gut. So. Oder zum Beispiel, war es nicht PlayStation 2, wo HP 2 ist? Ja, zum Beispiel. Ja, HP 2 war da, ja. HP 2 war auch erfolgreich, weil es ein ganz billiger DVD-Player war in einer Zeit. Verhältnismäßig. Ja, jetzt doch genauso, oder? Nur ist halt eben nicht DVD, sondern Blu-ray oder was auch immer die jetzt nennen. Ja, gut, aber bitte kostet Blu-ray-Player auch nicht mehr. Aber. Also bei der Grafik, die die PlayStation 5 liefert, und bei den Mondpreisen, die heute die Grafikkarten haben, wundert es mich nicht, dass viele Konsole kaufen. Okay. Muss ich echt sagen. Also jedenfalls das God of War, das sieht echt wie real aus, muss man echt sagen. Ja, Hammer! Geld und das. Ja, aber YouTube komprimiert das leider alles weg. Kann man leider nicht auf YouTube zeigen. Gibt es vielleicht eine andere Videoplattform, die das kann? Nee. Die haben ja noch weniger Ressourcen als Google. Und auch wieder. Selbst die Bezahlplattform Vimeo schafft nicht die Qualität von YouTube. Warum muss ich da jetzt auch so scheiße fliegen, Kirsche?
Ja, ich hab mich, du bist ganz schön unangenehm angekommen, das ist nicht gut. Mach die ganze Zeit irgendwie nur Kleinkram Mist. Nichts Schlimmes, also nicht tolle Kram, Crash, aber Kleinkram Mist. Ich hatte ja auch genug Zeit, diese Strecke zu üben gehabt mit Deep Stars Problem. Da kenne ich die Strecke mittlerweile. Aber die nächsten zählen nicht. Aber bei HP2 mache ich mir da nicht allzu viel Gedanken. HP2 ist ja chillig. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie genial das ist, auf so einem 120 Zoll Leinwand so ein Spiel zu zocken, ey. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Ich weiß nicht, also wenn ihr wo du hingucken musst. Du musst doch so breit wie die Zimmerwand sein, oder? Ja, aber du sitzt ja nicht direkt davor in dem Fall, du sitzt ja auf dem Sofa. Und dann das Lenkrad vor dir, ja? Ja, Gott davor mit Lenkrad wäre, glaube ich, sehr... okay, ja, nein. Dachte, ja, Gran Turismo mit Lenkrad vielleicht, ja. Aber das ist so cool, ja, ich liebe es. Dass du sowas spielst? Es hat für das Heimkino halt auch absolut Sinn gemacht, da eine Konsole statt ein PC, weil, ja, es hätte einfach nicht ausgesehen, da so einen dicken Rechner in die Stube zu stellen. Und wenn man das hätte vermeiden wollen, hätte man HDMI-Kabel vom Vaters Zimmer zur Stube verlegen müssen, wäre auch hässlich und blöd und unmöglich gewesen. Da hat die Konsole wirklich Sinn gemacht. Letzte Runde. Wobei. Und bei der. Parallel dazu einen PC hinstellen. Und. Für andere Dinge. Und bei. Der. Ja, gut, der hat ja den PC in seinem Zimmer ja noch für andere Sachen. Und Filme und Spiele werden eben halt dann über die Leinwand gezockt und geguckt. Und es ist so genial. Aber es war halt auch sehr teuer, wie gesagt, aber... Schade ist ja, dass man das nicht vermitteln kann, ohne dass ihr real hier sein müsste, wie das aussieht, ne? Das ist halt immer schade. Also ich denke, so ein Bild wird reifen als Eindruck. Dadurch, dass du so ein großes Bild hast, man fühlt sich ja viel mehr drin im Spiel. Natürlich nicht so drin wie bei VR, aber auch schon deutlich besser, als wenn du einen kleinen Bildschirm hast. Das glaube ich auch noch. Und dann mit der Auflösung noch. Aber, und dann noch in 4K HDR und die... Und es war kein Geruckel, nicht ein einziges Mal hat das Spiel jemals geruckelt, also... Das bei 4K. Und vor allem HDR noch. Also, wie gesagt, die... Der HDR ist doch einfach nur 4K, oder? Deutlich mehr Farbumfang, jo. Deutlich mehr Farbumfang. Das, also, und das wirst du auf YouTube dadurch auch nicht sehen. Ah, okay. Also das ist wirklich ein enormer Unterschied in der Farbe. Da muss leider auch mein NEC-Monitor in dem Fall nein, danke sagen. Weil der hat ja kein HDR. Aber ich habe dadurch ja auf YouTube, weil ich da auch ein bisschen reingeguckt habe, er hat den Vergleich dann auch gesehen. Der hat, also die HDR-Farbe, ja, die vermisse ich hier total am Monitor, ne? Ja, das ist ein unfassbarer Unterschied. Aber HDR ist auch nicht gleich HDR, da musst du auch ein gutes Gerät haben, was HDR auch gut umsetzt, ne? Ja, so ein Bernstein-Monitor.
Ob der das bringt. Der Sieg gehört dir. Ja, aber 140 Hertz. Oh, eine ganze Sekunde. 140 Hertz hat diese Leinwand bestimmt nicht, oder? Ja, das, die Leinwand selbst sowieso nicht, wenn dann der Laser TV. Ja, den meine ich ja. Nee, das hat er nicht. Tja, ein Minuspunkt. Aber 144 Hertz kriegst du bei der Konsole jetzt auch nicht. Aber trotzdem, das, was geboten wird, ist aber echt smooth. Also kann man nicht gegen meckern. Man kann ja auch wählen, ob man FPS oder Bildqualität bevorzugt. Das kannst du ja einstellen. Okay. Aber wir haben God of War auf Bildqualität gestellt, weil das sieht einfach so hammergeil aus da drauf. Mario 9 Regel auf einmal, ja. Und ich glaube, selbst auf Bildqualität sind es immer noch 60 FPS, also was soll's. Achso, du hast auch eine PlayStation 5 Deep Star? Hat ihn, ja. Dann hol dir, falls du es noch nicht hast, God of War Ragnarök. Es ist so schön. Hat ich eigentlich auch vorgehabt, aber naja, dann hatte ich keine Konsole mehr. Achso. Ach ja, wegen deinem Problem, ja. Ja. Aber da haben sie dir auch die Konsole weggenommen, the fuck? Ja, ne? Schwachsinn. Das ist ja Schwachsinn. Ja. Also PC, ja, okay, aber eine Spielekonsole, ja. Aber sind die dumm? Ja, ich nehme an, da ist eine Platte drin. Ja, das ist halt die Scheiße, genau. Ja, wow. Wer speichert denn, wer ein PC besitzt, sowas auf der Konsole? Ja. Das würde ich auch gerne wissen, ey. Wirklich? Das würde ich auch gerne wissen. Leute, die das verschleiern wollen, vielleicht. Ja, aber die lieber andere Speichermedien, die nicht sofort auffallen. Ja, aber das machst du doch nur dann meistens, wenn du nicht, wenn du damit rechnest, dass die kommen. Eigentlich schon, ja. Aber da denken die halt dann kannst bei denen aufzudenken. Erstmal alles einsacken. Ein, zwei Wochen nur wieder nach. Bin ich auch gut. Und Deep Star, wie sieht's aus? Nichts Neues. Also, ich bin nur noch hier am Installieren gerade. Ah, installierst du es komplett neu. Naja. Das ist okay. Ach, so schnell gibt's überhaupt nicht. Es gibt nur falsche Linie. Bin das qualifiziert? Ich habe in der ersten Runde den Wuschbusch nicht erwähnt. Oh. War noch kurz zum Überlegen, ob ich's. Kannst du aber auch mal langsam mal ein bisschen wieder zurückkommen, Kirsche, ne? Ich warte dann nach der sechsten Runde. Nee, das ist mir zu spät. Etwas zu spät. Nee, wir wollen rechts rum, also. Oh, bom, bom. Okay. Da bin ich aber langsam rausgekommen diesmal. Das
sah sehr weit aus. Oh, das war vor allem ein übler Drift. Wusch. Busch. Ja, der Busch gesagt. Immer wenn die beendet. Ja, ja, immer wenn die mit Wusch sagt, müssen wir Busch sagen, oder was? Der Nächste, der durchfährt. Wusch, Busch. Der Wusch, Busch. Das ist zum Beispiel etwas, was High Stakes richtig macht. Da macht es einen Sound, wenn man durch Büsche fährt. Das ist ein Pluspunkt für High Stakes, definitiv. Macht keinen Sound, das macht einen Wusch. Ist doch ein Sound. Ist zwar kein Blätterrauschen, aber... Oh Gott, ich bin viel zu schnell in die Kurve hier noch im Start. Also ja gut, die Startziele, da kann man zu schnell sein, das ist die... Oh, 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 Auto! Aber sowas von viel zu schnell. Lohnt sich die Abkürzung denn fast gar nicht. Welche? Du meinst die falsche Abkürzung? Wie lohnt sich das? Der Wall White. Ja, das ist die Folterabkürzung. Also die Demon'sche Folterabkürzung. Ach, Folterabkürzung. Ja, die nennt sich, ja, ich nenne die so. Ich wollte sagen, nicht die nennt sich, du nennst sie, ja. Der Rollercoaster, der Wall White. Aber seitdem ich diesen Namen erfunden habe, hat sich das ja hier rumgesprochen im Clan, dass sie so heißt, ne? Ja, ich muss immer noch überlegen, ist es jetzt Folter oder Selbstmord, aber so langsam weiß ich es, glaube ich. Das weißt du immer noch nicht. Doch, ich glaube, so langsam kann ich es auseinanderhalten. Es sind doch nur zwei verschiedene Namen. Ja, das sollte man schaffen, ja, ich weiß. Ah, scheiße, was, wieso springt er jetzt so? Oh, bist zu früh auf die Rampe draufgefahren, da ist dann so ein... Ja. So ein Huckel, du musst relativ spät auf die Rampe drauf fahren. Ah, ihr wisst sogar, wo mir das passiert ist. Ja, ja. Ja, sicher. Alles, was für dich random aussieht, ist hier nicht random. Das ist alles zu es ist alles zu erklären in diesem Spiel. Oh Mann. Deswegen, wenn du irgendwie Tipps haben willst in einem Video auf, dann gebe ich dir da gerne Tipps, was du da falsch gemacht hast zum Beispiel. Ja, ich muss mir nur eure Videos angucken. Oder siehe das Video, Ravage hatte mir mal eins geschickt, mich gefragt, was er falsch macht oder wie es schneller geht. Und da habe ich es ihm kommentiert zurückgeschickt. Also YouTube ist dann das Kommentierte zu sehen. Oh, das ist genial. Ich bin wieder viel zu schnell in die Kurve. Und das war tatsächlich sogar diese Strecke. Okay. Das Video musst du mal zeigen. Ist auf YouTube. Ich weiß jetzt auch nicht den Link, aber ist auf YouTube in meinem normalen Kanal. Ja, YouTube hat sehr viele Videos. Naja, bei mir, in meinem YouTube-Kanal. Ach so, ja. Das ist eine gute Frage, aber es heißt nicht THR Renntag. Und damit fallen schon mal viele weg. Wie konntest du es wagen, sowas nicht in die Boxengasse zu posten? Ja. Immer diese unzuverlässigen Clan-Mitglieder hier. Naja, war ja kein Renntag. Was? Ja, ist ja egal, das ist auch interessant. Was ist denn passiert? Hm? Oh, scheiße. Oh, kannst du ja in dem Fall dann in die Boxengasse posten. Das kann ich nach dem Renntag. Wo hängen geblieben? Am Tunnel. Oh ja, das ist scheiße, ja. Und dabei geht das mit dem Auto noch. Ich wollte extra weit rechts, dass ich einen guten Apex hab sozusagen und dann... Dann warst du weit. Hast du die Untersteuerung dieses Autos unterschätzt? Nee, einfach, da war so ein Glitch, einfach eine Hitbox. Und lass mich raten, danach hat sich das Auto 180 Grad gedreht und es gegen den Leitplanken geklatscht. Ja, naja, das ist bekannt. Exakt. Und das war mit den langsamen Autos noch angenehm, mit den schnellen ist es halt echt schwierig, das ist echt eine gefährliche Stelle da. Ich hab resettet. Ja, das... Oh Mann. Oh, jetzt habe ich zu früh gebremst. Auch gut. Das müsste echt... Alter! Das Spiel sollte mal mit Lenkrad fahren, ja. Wo fährst du denn gerade? Tastatur oder was? Guitar Hero Gitarre. Ah, du hast doch ein Lenkrad. Ja. Ich hab's noch nicht ausprobiert, ich wollte jetzt heute Abend keine Das solltest du tun. Das solltest du dann mal ausprobieren, das ist genial. Auf jeden Fall. Also es gab auch schnelle Leute, dass es tue, das geht schon, aber... Es geht, aber Konsistenz leidet natürlich bei Tastatur. Na, wenn du es gewohnt bist, ist es okay. Aber halt eben gerade die Waldstrecken, also alles, die langgezogenen Kurven halt eben. Ich hab jahrelang mit Tastatur gefahren, ne? Aber wie gesagt,
Du kannst eben halt konsistentere Zeiten fahren. Es ist, klar geht's mit Tastatur, klar. Aber konsistentere Zeit. Außer Wald. Wald verlierst du wirklich das Zeit. Und Traditionsbaum crasht und boom, boom. Oh, ich habe zwei Bäume mitgenommen. Das zählt aber keinen doppelten Punkt oder sowas. Den einen bin ich dran vorbeigeschrammt und den nächsten habe ich jetzt reingefahren. Das müsst ihr mal nachmachen, das, ne? Wie fahrt ihr denn immer in die Bäume? Für den Traditions-Crash. Oh, das ist doch einfach nur der erste. Auf der rechten Seite irgendeinen Baum aussuchen. Voll rein in die Mitte. Ja, okay. Also anhand deines Punktes hast du ihn getroffen. Das Schwierige ist eher bei Island Outskirts, weil da weiß man immer nicht, ist der Baum da jetzt vor oder hinter der Ziellinie? Nehme ich den jetzt schon oder muss ich den nächsten Baum nehmen? Das ist Risiko. Obwohl, auch bei den Waldschrecken hat Dimitri es ja mal geschafft. Bei Island Outskirts? Begrüßungsstein. Nee, nicht Island Outskirts, sondern die Punkt-zu-Punkt-Strecke. Gothic Sunset. Ja, genau, genau. Ja, da weiß ich ganz genau, wo der Baum steht. Ja, ich nicht. Also der hat bei mir keine gute Karten. Aber Demon hat, glaube ich, auch bei der Strecke hier, nur andersrum oder sowas, auch schon mal geschafft, zu früh, also eine Runde zu früh oder sowas in den Baum reinzufahren. Ja, da dachte ich letzte Runde und dann habe ich den Baum mitgenommen mit Absicht. Oh mein Gott, fahre ich scheiße gegen dich wieder mal. Ich schieb das jetzt mal alles auf mein Lenkrad, ne? Ja. Zwei Sekunden habe ich einen Unterschied für euch. Das ist nicht so richtig viel. Das muss das Lenkrad sein. Oh Mann, das Schlimme ist, dass das vielleicht sogar echt zum Teil ist. Ich hasse es. Naja, ich muss damit durch. Das nützt ja nichts. Ich kann mir jetzt kein neues kaufen. Es ist doch auch ein gutes Lenkrad. Du musst einfach nur das mal auseinanderkriegen. Oh, Diebster, willst du versuchen, wie es aussieht? Ja, versuch's mal. Okay. Gucken. Ein Diebster ist dem Server beigetreten. Ja, mal gucken. Ist jetzt die Frage, bist du vor oder nach Stevie? Warst du letztes Mal dabei? Nee, warst du nicht, oder? Ich war noch gar nicht dabei, nein. Dann bist du vor Stevie. Einmal reinkommen. So. Ach so, du bist doch im Laden? Was fahren wir denn jetzt hier? Es wird für dich ausgewählt, aber es ist der Mustang Cobra. Du kannst nehmen, was du willst. Oben links, steht das Auto. Ach so, es geht schon, naja. Okay. Ja, du musst es nicht auswählen, ne? Du musst nur manuell oder Automatik selber entscheiden. Ach so. Ja. Okay. Auch die Farbe brauchst du auch nicht auswählen, es wird ja auch entschieden. Ich fahre aber dann mit dem Manquist, steht da jetzt? Ja, ist egal, der wechselt das auf das Auto, was vorgegeben ist. Ja. Okay. Okay, ja, scheint zu klappen, ne? Naja, mal sehen. Für diese Strecke. Ja, ja, genau. Ist es ja nicht abgestürzt bei dir. Ja, genau, nee. Solange ich gut aus. Wo bleibt der nächste Peter? Also letzte Mal kann ich ja im Menü nur mit der Tastatur bedienen, weil die Maus irgendwie nur oben drin ist. Okay. Keine Ahnung. Was sind das für Abstände? Es ist ja High-Stacks Ausmaße, wie weit wir auseinander stehen. Du musst Steuerung P drücken. Ja, das ist schwierig, ja. Na, drücken kannst du, das bringt nur nichts. Ansonsten fährst du von vorne los und beschwerst dich, oh, ich muss bergauf hoch losfahren. Jetzt bist du hinten und beschwerst dich, oh, ist das weit weg. Die Stelle ist in jeder Hinsicht scheiße, wie es aussieht. So, Pizza, hast es doch noch geschafft. Ja. Sehr gut. Immerhin. Für diese Strecke wahrscheinlich. Ja, für diese Strecke. Nein, das ist auch funktioniert. Hast du jetzt gemacht? Du hast neu installiert und dann einfach irgendwie ins Laufen gekriegt. Dann den Ordner halt neu kopiert von Demon. Also quasi über das Original drüber kopiert quasi. Und dann muss ich ein bisschen was mit DigiVoodoo einstellen. Weil es doch mal ein Grafikchip, die so ganz erkannt hat. Und dann, ja, jetzt ging es jetzt wohl. Okay. Außer dass er halt dann die Maus nicht funktioniert im Menü. Man kann nicht alles haben. Das die komplett gar nicht. Das ist auch komisch. Doch, ja. Aber nur halt oben links, ne? In einem kleinen Fenster quasi. Vielleicht falsche Auflösung. Keine Ahnung. Aber hey, das kriegen wir auch. Kann mit der Tour ein bisschen steuern. Das kriegen wir bei mehr Zeit auch noch gelöst. Wie letzter, ey, kann nicht sein. Stevie redet nicht mehr mit uns. Er ist fokussiert. Damit er nicht letzter wird. Verstehe, macht Sinn. Ich fahre einen pinken. Er überholt mich gerade. Ja. Vielleicht
Holy moly, ich hab hier fast Scheiße gebaut. Oh, wieso denn nur fast? Damit ich näher komme. Ja, ich konnte mich hier gerade beim Gang nicht entscheiden und hab mehrmals unnütz hin und her gewechselt. Weil das war natürlich wirklich Quatsch hier. Du gehst hier weiter rechts, ne? Ja. Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Einfach immer der Straße folgen. Ich verwechsel das an der Stelle immer so gerne. Ja, das Witzige ist, ich habe mir nie gemerkt, ob die Kurven links oder rechts gehen. Ich habe mir immer nur gemerkt, von der Kurve musst du dich danach raustragen lassen oder nicht raustragen lassen. Hier fehlt auf Loaded-Zeit dieser Busch da, dieser graue da. Das ist ganz gemein beim Spiel drin. Da fehlt mein Orientierungsbusch auf Lografel. Warum haben sie denn den ausgerechnet beim Lograf? Ja, das ist echt komisch. Das ist mir aber auch schon mal aufgefallen. Das ist gemein. Ausgerechnet den Busch, wo ich mich dran orientiere, nehmen sie bei Lograf weg. Das war nicht nett. Wie ist es eigentlich? Willst du noch weiter oder hast du noch weiter versucht mit dem Champion oder wie das heißt? Ja, ich will da noch mal ran. Ich muss da noch mal ran auf jeden Fall. Gebt da so schnell nicht auf, ne? Scheint ja recht hart nicht. Oh Gott, wieso fahre ich trotzdem jetzt gegen die Wand, um den scheiß Stühlen auszuweichen? Echt nicht nötig. Nein. Aber der Typ ist echt gut mit seiner Menüführung. Also das macht. Also der ist echt schnell in der Menü. Ne, also ja, musst halt üben. Ja. Mann, ey, wie habe ich dieses Spiel damals mit der Heckansicht gefahren? Gar nicht, das war ein Albtraum, das hast du nie gemacht. Da warst du wahrscheinlich gar nicht gefahren. Ich verstehe es einfach immer noch nicht. Geht ja auch gar nicht. Ja doch, ich habe die ganze Karriere und Herausforderung durchgespielt. Das ist eine Einbildung. Ich check's nicht. Ja, also Karriere geht, das ist ja nicht so. Die KI war ja zu langsam, deswegen ist ja das halt kein. Nee, aber es hat sich auch gut angefühlt beim Fahren. Nein. Doch. Nein. Ich verstehe es nicht. Du warst ja mein Erster. Fühlt doch immer gut an, wenn man Erster ist. Ja, das kann sich. Ich verstehe es einfach nicht, wie ich das damals mit Heckansicht gefahren habe. Ach nö. Ich check's nicht. Verdammt. Na toll, mein letzter. Ich wünschte, Kirsche würde hinter mir fahren, damit er mir sagen kann, wie oft meine Bremslichter leuchten, wenn sie nicht leuchten sollen. Beim Start könnte man drauf achten. Du hast das Rennen. Das ist wahrscheinlich sehr häufig der Fall. Liebe Dritter, ey. Boah, gar nicht beschweren. Ja. Konkurrenz, ja. Ich glaube, Automatik war. Am Anfang habe ich echt irgendwie Scheiße gebaut, da war ich so langsam. Oh! Nee, da war, ich weiß es gar nicht mehr, da war irgendeine Kurve, die auf der Straße gefahren. Hier, National Forest ist die neue Umgebung. Wurde ja auch mal Zeit, dass wir das mal fahren. Ja, bei 11 Strecken muss das ja auch mal, ne? Diebster hatte zuerst, ne? Diebster, ne? Ja, dann wieder Diebster. Ja, ich kann und dann danach kann noch nichts auswählen. Ach, du lebst noch. Ja, ich irgendwo anders. Ja, gut. Ja, der Laptop ist sehr schnell, ich spüre es. Ah, ja, ja, macht Sinn, habe ich auch gar nicht dran gedacht. Ja, das könnte etwas andere Ladezeiten haben. Na, ja, zwar, ich sehe nicht mal Ladebildschirm, ich sitze noch in der Auswertung. Was? In der was? In der was-Wertung? In der Auswertung vom letzten Rennen. Das ist nicht gut, das dann bist du. Ja. Das sieht auf dem Server aber noch drauf und hast einen Ping. Das ist um ehrlich zu sein, ziemlich furchtbar, dass das so ist. Sieht nicht so, würde hier kannst du irgendwas machen, ne? Kannst du das Menü, geht das Menü auf? Nö, geht gar nichts auf. Ich würde sagen, du musst mal neu auf den Server raufkommen. Ja. Hab ich auch nie gehört. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Das Laden nicht anfängt. Ach Gott, was ist denn da los, ey? Geh einmal auf Disconnect und dann wieder rauf. Weil das ist nicht richtig, was da bei dir passiert. Da kannst du Escape drücken. Ich kann gar nichts drücken, ne? Ich muss per Taskmenü so raus. Ach, du bist gecrashed, ach so, ja, gut. Ja. Oh Mann. Kann eingefroren zu sein durchs Spiel, ach, tut mir leid. Also dein. Echt mal DJ-Bude rausmachen. Also dein Laptop mag das Spiel wohl nicht so, wa? Also nicht Multiplayer. Singleplayer kann ich problemlos fahren wohl, also echt gestern. Ja, das ist auch ein anderer Render, also es liegt safe an DJ-Bude. Ja, wenn's aber wie kann es denn an DJ-Bude liegen, dass es offline bei ihm funktioniert hat und online dann nicht ging? Keine Ahnung. Da weiß ich nicht, was da ist. Das ist doch genau dieser Furz mit dem, wenn du raustappst, dass ich dann, wenn ich raustapp, dass ich vom Server fliege. Und mit DJ Voodoo fliegt man nicht vom Server. Das hat und muss damit was zu tun haben. Ja, aber ist das Offlanding auch mit DJ Voodoo gefahren?
Nein, auch seine Offline-Version hat ja kein DigiRoute. Doch, war auch das gleiche Spiel. Gleiche Installation. Hätte er nur auf Multiplayer geklickt, nee, und war keine Server da. Die letzten Tage waren ja nie mit, also vorgestern war er nie mit mit DigiRoute. Ah, so. Da habe ich einen anderen Patch gehabt. Okay. Ich würde echt mal ausprobieren, DigiRoute rauszunehmen. Dann sieht es halt ja nicht so schön aus. Ich muss jetzt auf mal immer. Ich habe Tastmanager halt nebenbei schon am Laufen, ey, damit ich beim nächsten Runde die nächste rausfliegen können. Bist beigetreten, aber sagt er wahrscheinlich letzte noch. Aber ich habe wieder ein weißes Bildschirm. Es kommt nochmal die Ladezeit abwarten. Zumindest stehst du hier mit Ping drin. Ach, nur ein Rennen, naja, Gastauftritt. Ein Cameo. Ehrenrunde. Hast du immer noch einen weißen Bildschirm? Ich hab hier nix, ne. Liegt an der Strecke. Dann hast du ein Problem. Ja. Es ist echt seltsam. Ja, ist mir vor, bist. Also, das ist eine Strecke geht und die andere aus, nicht, habe ich auch noch nicht gehört. Probier's ohne die Chibudo, bitte. Ja, du kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Dann würde ich sagen, versuch's nochmal alleine. Du kannst ja auch alleine einfach im LAN einen Netzwerkserver hosten. Ja. Also wenn es damit geht und dann mit Demons nicht, das kann nicht sein. Also das. Ja, da ist irgendwas, ein Wurm drin. Schade. Okay, dann wähle ich jetzt. Ja. War halt nur ein Gastauftritt. Ein Alibi-Auftritt. Wieso Alibi? War doch ein Rennen dabei. Die bist du alles mitgefahren. Achso, er ist aber letzter geworden bei dem Rennen und ist nicht die neue Regel, der Letzte fliegt raus oder sowas? Knockout. Das ist ein K.O. Man kann sogar übrigens online K.O. fahren, ne? Also dieses K.O.-System. Echt geil. Ja, ich weiß nicht, ob es so geil ist, weil wenn dann irgendwie fünf Leute sind, der Erste, der rausfliegt, guckt halt eben dann vier Runden zu, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob er dann wirklich zuguckt oder einfach nur dann, Der steht dann gar nicht. Steht da einfach nur. Genau. Nicht so High-Stakes zugucken, ja, einfach nur rumstellen. Ja, man müsste zugucken können dann, ne? Dann wäre es wenigstens auch halbwegs interessant, Dafür hat die Entwicklungszeit nicht gereicht. Und das ist leider sogar wahr. Obwohl zugucken ja geht, ne? Siehe Join beim, Server. Ja, es ist halt einfach nicht fertig. Ist halt einfach nicht fertig geworden. Die wollten ja sogar speicherbare Replays alles haben. Geht. Aber ja, EA wollte rausbringen das Spiel. Da musste es an. Hier war so viel mehr geplant. Oh Mann. Ja, sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, die Strecke. Mal den Piet überholen hier. Wie sieht sie denn aus, die Strecke? Also hier sind überall abgestorbene Bäume. Echt? Jo. Da ist so Lava an der Tunneleinfahrt. Ja, wir haben eine Textur-Einfahrt, ja. Textur-Pack, ja. Boah, ich habe übrigens den Scenic Drive-Textur wieder rausgeschmissen. Die hat mich zu sehr genervt. Echt? Das war dieses Flackern mit diesem Sand, wo man genau sehen konnte, wo die eine Textur in die nächste übergeht und dann flackert er das, wenn man vorbeigefahren ist. Da hatte ich keinen Nerv drauf. Da habe ich von Dings von Jonat wieder genommen. Oh, was setzt du so doof auf, Mann? Tja, Hot-Pässe 2 Physik. Wage ich es zu sagen. Aber da kommt gleich Meteor und gibt Konter wahrscheinlich, der liebt das Spiel ja auch. Meteor? Oh, weiß gar nicht. Doch, der macht das doch auch. Ich mag's ja auch, aber ich mag High-Sex halt viel mehr. Oh, der fährt auch kaum noch mit am Samstag. Ja, aber der kennt das Spiel ja gar nicht richtig, der tut immer so, als ob er das kennen würde. Was? Meteor? Ahnung. Klar. Aber die Strecke liegt ja wohl mehr, Pete, wa? Ich habe, glaube ich, einfach nur mehr Glück. Und ich komme auch mit dem Modena besser zurecht, weil der einfach besser lenken kann. Ja, der ist völlig overpowered für diese Knaut. Für diese Klasse 3 ist der völlig overpowered eigentlich. Ich bin jetzt auch auf die ganze Zeit auf Automatik. Ich habe halt keinen Shift-Delay. Und ich glaube, das ist einfach. Ich kann das nicht so gut einschätzen mit dem Schalten hier, weil der Motor klingt so. Ich hatte einen dummen Fehler gemacht.
Ja, im Wesentlichen ist es fast gut, immer erst vor dem Drehzahlergrenzer zu schalten. Also ja, musst du beim Start im Leerlauf einfach mal Vollgas geben, gucken, wie sich's anhört. Dann weißt du halt, was die höchste Drehzahl ist. Ja. Ja, ich guck, vergesse ich einfach hier voll oft, weil... Ja, ich gucke auf den Tacho. Ja, aber dann musst du halt wissen, was die Geschwindigkeiten sind. Dann müsstest du dir merken. Ja, wenn man es nicht genau weiß, kann man sich auch ein bisschen am Drehzahlmesser natürlich orientieren. Mach ich ja, nur halt eben akustisch, nicht visuell. Akustisch könnte ich es halt nicht, ne? Kannst nur akustisch. Ja eben, das ist auch mein Problem. Ich kann das hier nicht hören. In Highsex kein Problem, aber hier hört sich so... Das scheint nur das Deckel zu liegen, wenn nicht geht bei mir. Alter, das kann egal welches Spiel sein, also ich kann das besser, wenn ich auf die Anzeigen gucke. Nee, also wenn ich weggucke, nee, dann hilft mir das nicht. Das ist ja wie wenn du richtig Auto fährst, dann schaust du ja auch nicht die ganze Zeit auf den Drehzahlmesser, das hörst du ja dann. Ja, ich meine jetzt ja auch, ich meine ja auch bei den Spielen jetzt. Ja, aber ich finde das gleich. Ja, macht bei mir tatsächlich einen Unterschied. Bei mir auch, nur genau umgekehrt. Du schaust, wenn du Auto fährst, auf den Drehzahlmesser. Was? Nein, Gottes Willen! Ja, unser Nissan Micra hat gar kein Drehzahlmesser. Ich guck immer auf die Öltemperatur. Wenn die noch im grünen Bereich ist, weiß ich kann auch mehr Gas geben. Okay. Dann weißt du, es ist noch genug Öl drin und Kühlerflüssigkeit. Genau. Naja. Boah, diesmal war ich echt nah an euch dran. Ja, unangenehm, lass das mal. Ja, mal schauen, ob ich. Mal schauen. Glückwunsch, du bist Erster. Boah. Eine Sekunde Differenz. Na, vorhin waren es zwei, oder? In Gott sei Dank. Ja, vorhin waren es zwei, oder nicht? Ein sehr schlechter Renntag für mich, du. Jedes Rennen gewinnst du, meine Güte. Immer nur das so ein bisschen, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber es war beim ersten Renntag auch schon so, ne? Nö, da waren es die Crashes, die entschieden haben, oder? So, dann wähle ich mal wieder. Die Viper kann man relativ gut auch auf Automatik fahren, aber ich fahre sie erstmal diesmal manuell. Wieso kann man die relativ gut auf Automatik fahren? Weil die ziemlich artig schaltet. Und die anderen Autos nicht? Viele nicht. Nee. Viele, die meisten nicht, ne. Schalten zu früh. Viel zu früh. Ah, ich merk's gerade, was du meinst, ja. Also mal sehen, so, sich auf Tacho gucken. So 6.500 ist offenbar der Drehzahlbegrenzer. Kurz vor 6.500. Also dann kannst du halt gucken, wo die Automatik ist, oder wo die schaltet. Also der vierte Gang geht bis 190 bei dem. Das bringt jetzt nichts, weil wir hängen jetzt eine Weile im vierten fest. Müssen wir warten auf eine Stelle, wo man mal einen fünften schaltet. Da reicht Luft, da brauchst du nicht bremsen. Hat hier, ist ja die Anschaltung und Automatik, haben wir dieselben Übersetzungsverhältnisse? Ja. Und auch also diese. So nee, ist derselbe Gier-Effizienz wie alles 1.0 bei HP2. Aber du hast halt eine Zeitverzögerung, nee, wenn du dran schaltest. Ich meine die Übersetzung. Ja, ist alles gleich. Nee, einziger Unterschied ist, dass du halt eine Schaltverzögerung hast, wenn du dran schaltest. Ah. Genau, das. Ja deswegen dadurch hast du halt natürlich einen schnelleren Rennstart, weil du gerade wenn das Auto ein kurzes Getriebe hat. Aber du holst dann eben halt während des Fahrens eben halt so viel auf, weil du dann eben halt nicht zu früh hochschaltest. Ja, man kann am Start ganz gut sehen, wer Automatik fährt. Der vorne weg prischt beim Start, hat Automatik. Ja. Mein Gott, also beschissener hätte ich diese Stelle jetzt aber auch nicht fahren können, ne? Doch. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Man kann gegen Bäume fahren und sowas. Da stand welche tatsächlich. Aber nee, das habe ich dann doch vermieden. Scheiße. Oh Gott, selbst mit Abkürzung mit der Viper, naja, das kann ja auch ein Abenteuer werden. Ah, tut ihr da vorne reinfahren? Mit dem Auto und unter Rennbedingungen nicht. Oh, boah! Ich bin so gegen die Leitplanke geknallt, dass sie mein Wagen hochgesprungen ist. Ah, deswegen bist du jetzt langsam. Ja,
Der hat gejumpt. Was war Liebster? Was geht nicht? Das scheint mir tatsächlich steckabhängig zu sein, ob ich startet oder nicht das Spiel. Das gibt's ja nicht. Ja, wahrscheinlich tatsächlich ein VRAM. Ich denke auch, ich blame die Grafikkarte und die Voodoo Settings, ja. Die passen nicht zusammen. Mach da mal Qualität und alles runter. Ich hab den Voodoo schon draußen und das ist trotzdem so. Okay, so. Aber was okay. Ist mit ohne den Voodoo ja, gibt's, weil manchen Strecken startet er, manchen spritzt ab. Es wird wahrscheinlich ein VRAM-Problem sein. Was man probieren könnte, ist, dass du nicht das Texturpaket nimmst, sondern die originalen Strecken. Ja, nimm mal das Original, einfach Original. Ja. Mhm. Ah, es kann sein, Texturpaket irgendwie große Texturen dabei hat. Das kann sein. Das sah stylisch aus, Pete. Das soll die Karte nicht fucken, das kann natürlich sein. Ich hab gehofft, dass ich eine Fassrolle mache, aber es hat nicht gereicht. Aber du hast einen schönen Unterboden gehabt. War geputzt, ja. Ja. Ist noch kein Rost dran. Ja. Machen wir mal das normale. Oh, ich hasse die Viper so hart, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, die ist echt nervig. Der rutscht, das erste Piet habe ich jetzt wieder dran, weil meine Viper macht die Dinge, die sie nicht tun soll. Das ist das einzige Auto, was beim Bremsen irgendwie schräg kommt. Der erste Sprung nach dem Start, der normalerweise überhaupt kein Problem ist, war für die Viper zu anstrengend. Ja, da kann man abfliegen, im CLK auch. Amazing! Das passiert mir normalerweise nicht, aber mit der Viper anscheinend schon. Das ist echt ein zickiges Auto. Das Problem ist, dass sie keine Downforce hat. Die will immer hoch hinaus. Und das war auch das Problem, warum ich halt im ersten Jump Probleme bekommen hatte. Weil die einfach nicht wieder auf den Boden der Tatsachen zurück wollte. Übrigens hatte, wie heißt der? Der andere Typ, der die Auto-Geometrien macht, hat oftmal, oder was Meteor, der geschrieben hatte, dass irgendwelche Sachen jetzt fertig sind. Geometrie? Ja, also die Autogeometrie, also die Form. Echt? Gibt's da einen für Hot Pursuit 2? Ja, wie heißt denn der? Dieser Dread, die. Wie heißt denn der, mein Gott? Ach, Drop Dead Gore, ja. Drop Dead Gore, okay. Ja, irgendwie so ähnlich. Der oder Meteor hatten irgendwo geschrieben, dass sie das jetzt fertig hätten. Oder irgendwas jetzt fertig hätten. Ja, der macht doch so eine Hot Pursuit 2 Mod, gell? So eine Simulation Mod. Naja, Demon sammelt ja Autos, um diesen zweiten Set irgendwann mal zu haben und wartet dann auch auf irgendwas von den beiden. Es gibt doch genug Autos. Den Cho. Ja, aber die Performance-Files von ihm. Ach so. Der Toyota Supra ist jetzt fertig von ihm. Aber den Lamborghini Veneno vermisse ich. Habt ihr da mein angefangenes Projekt genommen? Das mit den originalen Streckendateien von der CD war wohl richtig Tipp. Jetzt wieder das Ding wieder. Nochmal, gut oder schlecht? Also jetzt hat er National V2 gestartet. Okay. Kann wohl irgendwas da sein, was nicht so meine Grafikkarte packt. Ja, kann echt sein. Ist zwar ein bisschen überraschend. Was? Ja, es scheint jetzt mit den Original-Textur, Streckentracks, Track-Texturen zu gehen. Weil er nicht genug V-Raum hat für die größeren Pakete. Weil die nicht so groß sind, oder? Die sind schon größer, doch. Okay. Ja, keine Ahnung, aber jetzt könnte ich nur auf den. Reicht sein V-Raum nicht aus. Ja. Ja, schon krass. Ja, 3 GB ist ja auch echt nix. Ja gut, das ist halt von 2010, ne? Da war ich bisschen 8 Jahre alt, also eigentlich. Ja. Genau, also mal sehen, das Spiel ist steinalt, da gab's sowas nicht mal, ne? Ja, aber nicht mit 8-mal Multisampling hat ja sehen. Er hat er ja so nicht, weil er hat ja Digivoodoo jetzt draußen gehabt. Dann keine Ahnung. Aber sind die Texturen echt viel zu groß. Ich weiß, es gibt ein Limit von den Texturen, da gibt's für 2.4.2 irgendein Patch, dass man noch größere Texturen nehmen kann. Ja. Dann gibt's halt eben manche Strecken, die sehen zwar echt geil aus, aber die funktionieren halt mit 2.4.0 dann nicht, wenn man diesen anderen Patch nicht hat. Oh Mann. Wobei man den 2.4.2 tatsächlich mittlerweile nehmen könnte, also das ist ja eh nur noch RRP. Sind so wenig Leute, das würden wir geregelt kriegen. 2.4.2 lief bei mir auch.
Na, weißt du nicht, hast du nicht so ausführlich getestet. Das andere ging ja auch. Da, das sind die Texturen nicht drin. Teilweise ging es und dann, ja. Da, das sind die Texturen ja nicht drin. Das ist ja eigentlich auch so eine Selbstmordabkürzung oder ist das wie normal? Na, das ist Selbstmord, hier, oder? Hier, ja. Hier existiert die Selbstmordabkürzung. Juhu, wir eben durchgefahren sind, gell? Und mit der Viper ist das auch eine Selbstmordabkürzung im wahrsten Sinne, so. Na, der Sandweg, ja. Dieser lange Sandweg ist die Selbstmordabkürzung. Nee, der kurze. Nee. Also ihr seid ja in der dritten Runde, oder? Also die kommt noch. Das ist ein ganz langer Sandweg. Wo du auf mich aufgeschlossen hattest. Das habe ich schon vergessen. Oh, krieg doch die Kurve! Also es geht halt bergab und dann ist irgendwann nach dem Bergabstück die Straße geht rechts und ein Sandweg geht geradeaus weiter. Und dann teilt sich der Sandweg in zwei Varianten auf, die innere und die äußere. Und die innere ist die schnellere. Ach, das meint ihr? Nee, und das ist die Selbstmordabkürzung. Achso, ja, nein, ich meine ganz woanders. Diese... Oh! Oh, Gottes Willen! Ich bin jetzt in Selbstmordabkürzung drin. Mit der Viper ist das eine Qual. Ich hab da mal abgebremst, weil da überschlägt man sich doch die ganze Zeit, wenn man da voll reinfährt. Ja, das Gemeine ist, also, Viper ist echt mies, aber mit anderen Autos, da kann man voll fahren und es klappt halt manchmal. Wie willst du noch fahren? Ich war nicht zweiter, würde sagen. Dritter, ne. Zweiter ist ab. Ne, da bremst ich lieber ab, das klappt bei mir immer ganz gut. Jetzt guckt die da bestimmt mir zu. Ja, ich gucke zu, genau. Weil ich zuletzt das Auto ausgewählt hatte. Kann man doch zugucken in Hotbed. Ja, wenn du. Ja, die Funktionalität ist da. Die Funktionalität ist da. Wenn du im Server beitrittst, guckst du dem zu, der zuletzt das Auto ausgewählt hat. Also man kann auch nicht wechseln, ne? Nein. Nee. Das wäre ja zu einfach. Du musst jetzt mir zugucken. Immer schön dem Clan, Lord. Nee, dem der das letzte Auto ausgewählt hat. Ja. Das ist. Ja. Lag das wohl ein Textur am. Bei der Strecke, die ihm abgestürzt ist, lief es dann jetzt mit den normalen, originalen. So, dann löt mal mehr Speicher in deine Grafikkarte rein. Ja. Das reicht nicht aus bei dir. Was habt ihr denn? 3 GB? 3 GB, ja. Das klingt eigentlich ziemlich viel, ey. Auch nur 2. Ja, war so damals. Ja, aber du hast die Texturen nicht drin, Fete. Aktuell. Wenn man da alles aktuell ist mit Spielproblemen los, aber... Naja, anscheinend liegt es daran, ja... Pete, hast du die Texturen drin oder nicht? Nee, hat er nicht. Das wäre ein interessanter Test. Wenn es bei dir auch nicht geht, dann ist es relativ sicher. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, das ist nicht so viel. 3 GB, das sollte doch echt reichen. Ja, aber irgendwas liegt am Argen. Würde ich sagen. Du musst überlegen, dass die Texturen auch teils hochauflösen müssen. Die eigentlichen Texturen. Ja, nur mal so. Oh, Dreckspiel. Also die Dateien sind schon bedeutend größer auf jeden Fall. Jetzt hat mein Grafikkartentreiber wieder einen Huschluck aufgehabt. Was hast du gesagt, Siri? Ich hab's nicht ganz verstanden. Die Texturen sind halt auch hochauflösender. Ja. Das heißt, dass ich jetzt irgendeine Grafikkarte, weil sie vielleicht zu alt ist oder zu wenig Speicher hat, natürlich dann nicht gerade parkt, dann mag das gerne noch älter sein wie sonst noch was. Aber wenn du natürlich nicht so viele Mods mit Texturen und so drauf packst, kann das auch trotzdem für ältere Grafikkarten schwierig werden. Ja, klar. Dateien sind teilweise dreimal so groß wie die Originale. Naja, aber ich spiele doch auch neue Spiele wie Search into Sandstorm und sowas. Ich meine, perfektes Beispiel ist Coastal Parklands. Ja, da habe ich so ein HD-Mod für installiert, das ging sogar normalerweise. Ich meine, wenn du dir das also mal... Also 2x2 natürlich. Wenn du es dann hier anschaust, ist die Strecke von den Texturen her recht hoch auflösend. Und deswegen. Ja. Nee, dann wundert es mich nur, wieso ich das Spiel nicht spielen kann wie Search of the Sandstorm oder Battlefield 5. Weißt du. Jetzt Battlefield 5 mit wie viel RAM hast du nur? Ich hab die Grafikkarte. Dreht sich. 2 GB. Alter! Dann kannst du BF5 spielen? In wie viel Frames? 5? 2? Du stürzt nicht ab. Ich habe nur mit 10 oder 15 oder vielleicht 5 FPS, oder? Das kann. Nee, mittlerweile, da ich ja meine neue. Ich bin auf jeden Fall 4 2. Dann greift doch mein Force Feedback hier auf den Controller.
Insurgency Sandstorm läuft echt flüssig, also auf ungefähr Mittel-Grafikeinstellung. Das ist echt okay. Ja, wenn eine Grafikkarte wird, das Bottleneck ein Bottleneck wie Sau sein. Ja, also, mittlerweile ich, vorher war es die CPU. Verstehe mich da bitte nicht falsch. Oh, Alter! Ich finde es respektabel, dass du BF. Meine Viper hat kein gutes Set. Nee, kann ich nicht wirklich. Also die Grafikeinstellungen sind schon sehr gering. Aber es ist jetzt auch kein Spiel, was ich jeden Tag spiele. Bei BF5 kam raus, hat er die 20er oder die 30er Karten draußen? Also es ist ja das relativ neueste, glaube ich, oder? Ne, das neueste ist 2042. Richtig. Aber BF5 kam aber, glaube ich, vor 2042. War da nicht auch noch Battlefield 1 dazwischen? Ja, nee, das nee, Battlefield 1 war nach 4. Beziehungsweise nicht 4. Nee, nach 4 war Louis Hardline. Also das, was ich spiele, das Spiel ist immer so im Zweiten Weltkrieg mit diesen. Also ich meine, Battlefield 1 irgendwie dazwischen war nicht. Aber vor 5 müsste 1 gewesen sein. Das hieß ja Battlefield 1 wegen dem Ersten Weltkrieg. Ah, ja. Nee, genau. Battlefield 5 war nach Battlefield 1. Ja, richtig. Also erst 1, dann 5. Ja, okay. Ich muss mal AFK kurz. Hat ihn nie mehr so auf dem Schirm, muss ich zugeben. Ist da total bescheuert, diese Regelung. Ja, hier Battlefield 3, hier Battlefield 4, ja, hier Battlefield 1, hier Battlefield 5. Ja, also, aber es ist halt die ich meine, wir ganz haben ein Need for Speed, Hot Pursuit, Remastered. Ja, das haben wir sie haben halt. Need for Speed, Hot Pursuit 2. Das haben sie aber, wie gesagt, den haben sie einfach nur Battlefield 1 genannt, wirklich wegen des Ersten Weltkriegs. Ja. Das ist der wirkliche Grund dafür. Wie schnell bist du denn mit der scheiß Viper gefahren, Kirsche? Ja, die eine Runde war ganz gut. 4 Sekunden, willst du mich verarschen? Das war auch echt nur die eine Runde, nur Runde 2. Mal gucken, wir müssen ja in das Becken weg sein, gucken, ob ich noch dabei bleibe. Oh, in Runde 4 bin ich fett verloren, weil da der Grafikkartentreiber wieder mitgerutscht hat. In Runde 4 ist mir mein Heck abgehauen beim Karussell. Ja, mir ist der Bildschirm eingefroren. Dann kann ich halt auf dem zweiten Bildschirm bei OBS gucken, wie es ist und kann damit und weiterfahren. Und die Selbstmordabkürzung war auch ein absolutes Desaster in Runde 4. Aber Battlefield 5 auf Max Grafik sieht auch richtig geil aus. Vor allem noch mit Raytracing dazu. Hat was. Kommt natürlich nicht an God of War ran, aber das Spiel ist natürlich auch ein bisschen älter. Soll da jetzt wohl eine neue Strecke da sein? Aber bist du noch im Laden, oder was? Aber 2042 soll ja so verbuggt sein. Das doch nicht. Ach, ich konnte nur zugucken. Ach Mann. Wie, lädt noch, oder wie? Ja, macht ja nichts. Ach, alles doof, so. Müsste kurz leer tanken. Gewicht. Ja, ist das Spiel noch da oder ist es weg? Ich sehe nur wieder den Spielstatus, Rennergebnisse. Ah, bist du geflasht, ja. Dasselbe wie vorhin, schade. Komisch, ja. Okay, dann kannst du jetzt nur jedes Rennen versuchen zu joinen. Und genau. Bei denen, wo es geht, geht's und bei manchen geht's dann halt nicht. Das ist echt. Oh Mann. Das ist echt dummelig. Versuch mal jetzt nochmal zu joinen gleich, ob es geht. Und wenn nicht, dann halt beim nächsten Rennen nochmal versuchen. Ja, so ist das leider. Scheiße, wie doof ist das alles hier. Was ist wieder eine Strecke, die nicht geht, die wir noch nicht getestet haben? Ich hab eigentlich die normalen. Voll sind die HD-Texturen drin. Ich habe alles nur normal jetzt eigentlich. Alles original. Argument. Mann, wie viel Grafikkartenspeicher gab es denn bitte schon 2002 oder wann das Spiel rauskam? Das war nicht so viel, oder? Nein. Es waren doch keine Gigabyte. Also, hier steht Deep Stars beigetreten. Mal gucken, ob bei dir noch. Er lädt zumindest auf was. Oh, ist ja schon mal nicht schlecht. Sobald ich eben gekommen bin. Da bin ich tatsächlich mal reingekommen. Ich muss auch mal nach jedem Rennen das Spiel neu beenden und neu starten. Herzlichen Glückwunsch. Bist du jetzt drin, oder was? Ja. Oha. Ha. Whatever. Das muss ein sehr spannender Laptop sein. Naja, war damals ein Gaming-Laptop. Ganz relativ aktuell. 2011, wenn ich den gekauft habe, war er gar nicht schlecht. Und man nur alles aktuelle mit Spielen. Aber, nicht mit modifizierten Spielen. Mein Controller geht, okay. Controller geht auch, sehr gut.
Der komische Karre. Das ist echt seltsam, ey. Da... Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Oh, scheiße. Da ist jemand falsch gefahren. Ja, vom Kommentar her würde ich sagen, Pete. Ja. Was macht ihr denn da? Könnte davon liegen. Nicht so viel rutschen, Auto, einfach nur fahren, das reicht mir. Ja, verlangsamen, dann rutscht es nicht. Hey, wer macht denn sowas? Wie ich damals immer noch durch diese Höhle hier gefahren bin, weil ich gedacht habe, es geht schneller. Was? Das hab ich gerade nicht mitbekommen, wisst? I feel you so much. Oh. Pete dachte, die Höhle wäre schneller und Stevie möglicherweise auch. Ach, die auch. Höhle! Ja. Aber das merkt man nach einem Versuch, dass die nicht schneller ist, oder? Ja, man muss ziemlich stark abbremsen. Ja, und das ja dauernd gegen das Wände und es ist dunkel und nass und es tropft von der Decke. Ja, das ist ja nur das Oberflächliche. Es geht ja um die Linie. Ja, ja. Die ja, scheiße Linie. Ist ziemlich spannend, ja. Der Apex. Da überhaupt einen in der Höhle, da gibt's nur bum bum bum. Haben wir aber vor zwei Wochenenden wirklich gemacht. Aus irgendwelchen Gründen ist auf einmal Skyfire abgebogen in die Höhle und da gerade vorne war, sind wir alle hinterher. Das echt? Ach, das naja, wir dachten uns, wenn der lang fährt, dann fahren wir da auch lang. Ach so. Das ist ja irgendwie blöd, ne? Das hast du ja auf jeden Fall gewonnen gegen ihn. Ja, gut. So gesehen war es ganz lustig. Man hat's mal wieder von innen gesehen. Warum dreh ich mich denn? Das haben alle mitgemacht, so interessant. Naja, alle waren Saul und ich. Und vielleicht noch Meteor, Scheiße. Weiß gar nicht, ob der da war oder nicht. Vielleicht kann man diese Sandstrecke ja noch fixen, da. Muss ja einen Grund haben, warum das passiert. Also, dass diese da... Vielleicht ist die Texturauflösung zu klein oder so. Zu klein? Ja, vielleicht. Vielleicht ist deswegen da... Vielleicht ist da das frei, also transparent, weil die vielleicht zu klein ist, die Auflösung der Textur. Dass nicht ganz abgedeckt wird pro Textur. Das ist nur harmlos, wie gesagt, du siehst auch die Kanten. Also so ist es nicht. Also einen richtigen smoothen Übergang hast du da nicht bei den Texturen. Jedenfalls nicht beim Sand. Wo meint ihr? Oh, keine Chance heute. Das ist einfach zu schnell. Ja, der Vorteil ist, dass zumindest bisher alles Strecken-Auto-Kombinationen waren, abgesehen von der Gerade, wo ich nicht viel crashe. Ach. Na, so wird das nichts mit dem Pass 3. Ah, der Gang war verkehrt. So funktioniert die Abkürzung sehr gut. Gar nichts. Oh. Das ist eine letzte Runde. Ja, ich meine, musst du dir eine Wand berühren, dass die Karre gerade fuhr gegen eine Wand. Das endet nicht gut. Wirklich nicht. Gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm doch da rum, ey. Ach man, im dritten Mal, ey, fahr dagegen, ey. Ach, bei drei Runden ist da keine gute Quote. Ja, diese
ganz enge S-Kurve, gell, wo man schnell reinkommt. Ja. Na, oh, da haben wir auch diesen Kistler gebremst. Aber noch habe ich dich ja nicht überholt. Nee. Kannst du auch gerne lassen. Oh, scheiße. Ich hab den Zaun ein bisschen weggenommen. Ja, ich wette, der steht noch da 1:1, wie er vorher stand. Also die Zäune haben sie in HP2 sehr stabil gebaut. Gute alte Rotbuche hier. Stahlbetonzäune mit Holzoptik. Ich glaube, in der letzten Runde habe ich das mit den Gängen richtig gemacht. Ich glaube, ich auch. Bisschen späten, aber naja. Oh Mann, wäre das geil, wenn man die in Hot Pursuit 2 Strecken im Highstakes hätte. Wieso? Bringt doch nichts. Dann müsste sie mit Highstake Physik fahren. Das war klar, dass das kommt. Ich hätte lieber die Highstakes oder Porsche-Strecken in HP2 drin. Oh ja, die Porsche. Das wäre cool. Das wird sogar gehen, weil das sind ja auch Sprintstrecken. Muss ja nicht mal Sprint sein. Hm. War doch ja, nicht schneller in der letzten Runde. Von der Funktionalität her wird es gehen. Wenn man einfach das Model konvertieren würde, irgendwie. Oh nein! Man kann ja jetzt offenbar die PS2-Strecken in, was war es, Underground oder irgendwas importieren. Also die PS2-Strecken. Also, man, Most Wanted gibt es ja zum Map-Loader. Oder Most Wanted, der kann auch sein. Irgendwie da so ein gibt's Ding. Jetzt, da gibt es jetzt fast jeden Tag eine neue Map-Mod für auf Need for Speed Add-ons. Da gibt es jetzt irgendein neues Tool, wo du die importieren kannst in das Format. Oh. Richtig geil. Boah, also, bevor sich das Technik wechselt, wird ein bisschen eigentlich raus, ne? Ja, Diebstahl. Ja. Das kann nicht sein, dass es so ein Unterschied ist, Alter. 2 Sekunden. Was war immer besser als ich, aber nee, nicht zwei... Nee, es sind ja nicht 2 Sekunden, es sind 2 Sekunden pro Runde. Bist du noch drin, Diebster? Ich wollte gerade raus, jetzt ist aber so ein krasses Stack gewechselt, wie abgestürzt. Oh Mann. Ach, das ist jetzt ein Kotzen. Du musst echt viel neu starten, das Spiel. Du brauchst echt Smart Process. Müsste ich dir schicken. Aber es ist halt so eine... Ich brauche echt mal eine Auflistung, was alles installiert ist in dieser Installation, damit das vielleicht selber einrichten können. Kannst ja mal, es gibt ja den Random Car Server, da kannst du es ja ausprobieren dann. Irgendwas ist da alle Marken, ey. Kann ja nicht sein, dass man immer die Strecke sich neu verbinden muss, das Spiel abstürzt. Also. Nee, das hat noch keiner berichtet. Das ist nur ein Symptom von irgendeinem ganz, ganz anderen Problem wahrscheinlich. Beitreten bitte, so. Na. Seltsam, ey. Ja, da muss ich mir mal im Village nachher angucken, wie oft das Ding selber gebremst hat, ey. Sieht denn einer von denen, die hinter Demon starten, lustige Bremsaktivitäten? Wahrscheinlich während des Starts noch gar nicht mal unbedingt. Aber Quatsch, du startest ja ganz hinten, ist ja keiner hinter dir. Also man muss dann gucken, bis, ja genau, wenn die mit an euch vorbeifährt, könnt ihr ja mal gucken. Oh. Aber so viele Sekunden hinter dir ist ungewöhnlich. Es ist... Was war immer besser als ich, aber nicht so krass besser. Ach man, das ist frustrierend, wenn die Hardware spinnt. Ja. Also ganz seltsam, ey, muss ich auch sagen. Da versteht ihr euch ja. Alter, aber der Tunnel, der ist so hell in der neuen Textur, ne? Das ist echt unglaublich. Ja, dann kannst du doch gut sehen, oder? Ja, nicht? Ja, ja. Erinnerst du dich noch, wie dunkel der neben anderen National Forest war? Ah ne, du hattest halt wahrscheinlich das von Jonathan noch drin. Alter, schaltet der früh in den 6. Wieso im 6? Ich bin im 5. 5. gut. Ja, den 6. brauchen wir ja nicht.
Automatik ist ja richtig scheiße. Bei dem Porsche? Ja, weiß ich gar nicht. Ich hätte auch gedacht, der Porsche eigentlich ganz okay war, Automatik. Aber ja, wenn er da am 6. war, dann ist das glaube ich nicht so gut. Nee, das ist, klingt sehr unvernünftig. Bei denen habe ich nur nicht einen Mannsatz gebraucht an der Ecke. Furchtbar. Und ich glaube auch nicht, dass ich den jemals hier brauchen werde. Ich überlege auch gerade. Kommt den hoch, was weit weg abstellt, aber ich... 239. Schaltet er. Ja, schön gegen die Wand gefahren, habe ich gut gemacht. So, mal gucken, was die Topspeed nachher ist. Muss ich jetzt hin? Hier, ne? Das verwehrt mit mir selber hier. Also nee. Waren jetzt knapp über 260 im Bergabstück und da war nichts mit 6. Das war alles noch 5. Braucht man keinen 6. Bei 200. Das war der. Das war der Automatik. Was war das? 239 schaltet der. Ja. Okay, der 5. geht bis 260 mindestens. Das ist die Automatik, scheißegal. Ja, offensichtlich. Ich will lieber Sprit sparen. Weißt du, was mir gerade... Ich fahre ihn nach links. Das ist... Ja, jetzt bin ich hinterher gefahren. Tut mir leid. Also, oh, nö. Hab auch zu spät gesehen, ey. Also, ich habe jetzt mal den 4. Gang ausgefahren und der geht bis 233 und ihr seid bei 239 im 6. Okay. 239 war mal im 5. noch. Ja, so um die 200 rum schaltet er halt auch auf den 5. hoch. Okay, ja, dann kannst du die Automatik beim Porsche 911 ja komplett vergessen. Ich frag mich, was das ausmacht, dass er so früh schaltet. Eine Menge Zeit. Das macht nee, also was der Grund ist, dass sie... Weil es ist ja okay, bei 196 schaltet der auf den 5. Oh je. Ja gut, das ist... natürlich ja, Nonsens, das erst mal den 6. der da ist ja so einen tiefroten Bereich, ey, ist ja voll irre. Meine, der schaltet echt viel zu spät, ey. Nein, nein. Das würde ich mal häufiger manuell versuchen, ey. Er schaltet zu früh, nicht zu spät. Das geht noch tiefroter in den tiefroten Bereich ein. Viel zu früh schaltet der Liebster, viel zu früh. Wie wir ja schon sagten, der 4. Gang geht bis 233 und ihr seid bei 239 schon im 6. Okay. Im 6., nicht im 5., im 6. Da fehlt ja ein ganzer Gang dazwischen. Ja, eben. Da seht ihr das Problem. Ja, wahrscheinlich haben die... Ja, wann schaltet er denn von der Drehzahl her? Gerade bei dem Weiß-Rot-Übergang oder wo ist das dann? Vielleicht haben die einfach diesen Weiß-Rot-Übergang genommen und schalten halt einfach also da. Also bei mir war 7000 hat er hochgeschaltet. Ja, 6,5 ist ungefähr der Weiß-Rot-Übergang, oder? Ja. Bisschen niedriger, glaube ich. Dann schaltet er. Bis 7,5 kannst du ihn aufdrehen. Im Harm. Ich schau mal, wann er schaltet. Ja gut, dafür ist eurer dann zuverlässiger, hält länger. Unser Auto ist kaputt nach einem Rennen. Ja. Ja, genau. In jedem Rennen muss ich ein neues Auto holen. Ja, kurz vorm roten Bereich schaltet er. Ja, gut. Ja, ganz sicherer. Ah, zu weit raus. Die Automatik möchte, dass der Porsche heile bleibt. Macht ja auch Sinn, das kostet alles Geld. Du musst EA Lizenzgebühren zahlen und sowas. Nice, was denn? Oh. Ich bin mit meiner Performance hier nicht so zufrieden. Ah, ich hab kurz gedacht, du bist voll in die ins Schild gefahren, Liebster. Ja. Das sah so aus. Aber ja, da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen bei dem Kahn, ja. Bin auch vorbeigefahren. Eben vorbeigekommen, ey. Also der Netcode. Der Seitenspiegel ist abgefallen dabei, muss man sagen. Der Seitenspiegel ist weggeflogen dabei. Wenn ihr beide gleichzeitig redet, kann ich nur einen verstehen. Was ist los, Pete? Ja, der Netcode hat gesagt, er ist ins Schild gefahren und dann... Ach so, ja, das macht der Netcode so.
Ja gut, und bei mir selbst war der Seitenspiegel weg, ne? Ja, das geht, glaube ich, nicht. So genau simulieren die das nicht. Oh, er ist in den vierten runtergegangen. Wow, ich habe die Linkskurve mal vernünftig genommen im Tunnel. Ich mag den Jump mit dem Porsche auch nicht so genau. Ja, okay, jetzt habe ich den Spot besser getroffen. War zu weit links diesmal, aber hab ich das mal richtig gemacht. Das ist die letzte Runde. Yay. Die Kirsche fährt mir so davon. Es ist zum Kotzen. Nee, die rollt davon. Ich roll hier in der Gegend rum. Einfach immer bergab rollen. Runde für Runde, immer nur bergab. Du mit deinen funktionierenden Pedalen da, schämst dich gar nicht. Ich habe halt genug Todeszone. Kommen nicht mehr hinterher. Schade. Und da habe ich ja nur 8-Bit-Pedale oder was das sind. Da kommen wir nicht mehr hinterher. Ja, meine Pedalen haben auch nur 256 Stufen. Oh, okay. Achso, ja gut, das Lenkrad kann man ja komplett im Kreis rumdrehen, deswegen braucht das mehr, ja. Das Lenkrad kann bei mir mehr, aber... Ja, aber halt eben, weil man es komplett im Kreis rumdrehen kann. Das geht bei mir ja gar nicht. Oh, Ende. Gelände. Wie, das war keine bessere Zeit. Die Runde, die ich mal gut gefahren bin, ist keine bessere Zeit. Okay. Naja, es ist halt eben in der 5. Runde, ist der Grip von den Reifen schon runter. Na, wahrscheinlich mein Bremspedal wieder. Kann nicht sein. Ich auch mal Dritter. Die vorigen Runden waren nicht gut gefahren und es war kein... Das kann doch nicht sein, das ist wirklich schon kein Sinn. Ach, 21,63. Du hast gewonnen! Statt neues Lenkrad wollte ich mir eigentlich erstmal einen neuen Monitor kaufen. Tschüss, Diebster. Ja, ich flieg lieber raus, bevor das Spiel neu starten muss. Ja, macht Sinn, ja. Aber mach aber nicht zu früh raus, weil ich muss ja noch die Zeiten von dir kriegen. Ja, hast du ihn noch gesehen gehabt? Ich glaube. Bei mir war es halt gerade, deswegen dachte ich, bei dir wäre es dann auch. Und bevor das dann kurz wieder das Server wechselt, die Strecke wechselt und ich rausfliege, gehe ich lieber raus. Oh, ein Server ist ja schon beigetreten. Geht auf jeden Fall schneller, ja. Ja, und das Spiel an ihm neu starten. Ja, das ist ja alles komisch. Ja, weißt du nicht, wann du beitreten kannst? Ja, da kann ich. Es kommt irgendwas beim Stackenwechsel, funktioniert nicht bei mir, keine Ahnung. Nein, aber woher weißt du, dass du wieder joinen kannst? Einfach raus und gleich wieder rein, weil inzwischen wirst du geladen haben bei den anderen, oder? Ja. Denk ich doch mal. Sprint! Schon wieder High-Stakes-Abstände hier. Die High-Stakes-Abstände. Ja, mit Startposition. Da passen ja 5 Autos zwischen. Das muss doch nicht sein. Ja, wo geht's denn hin? Ach, geradeaus. Ja, so da runter halt. Ja, ich war auch nicht hier sicher. Oh Gott. Was macht das Heck, ey? Das ist nicht endet das Porsche. Nein! Ja, Porsche ist schlimm, gell? Also ich mag ja die Physik eigentlich, aber... Das ist echt unrealistisch in dem Spiel. Er muss das Fahrzeug-Setup machen, dann trifft er nicht mehr. Ja, wer wohl letzter hier in dem Rennen? Ich stehe, glaube ich, nicht am Fahrzeug-Setup. Das sieht man auch noch. Das hilft mega, das Fahrzeug-Setup. Ah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ja, aber es ist nicht. Es und ist da ist die Physik. Und da war der Baum. Naja. Also Demon redet von Need for Speed 5 gerade, denke ich mal, oder? Ja.
Und ich fahre erstmal gegen die Wand. Ich auch. Okay. Das ist doch super, die Physik bei Diversity 5. Nee, gefällt mir nicht so. Also ich finde sie sehr gut. Ich finde sie sehr gut und auch schön, aber manchmal, wenn du das Heck verlierst, dann das ist also. Ja, ist halt alles sehr rutschig. Wenn du ein bisschen auf die Bremse trittst, während das ist halt das Unrealistische, finde ich. Ah, weiß ich gar nicht. Das kann stabilisierend wirken. Ich mag's nicht so. Ich finde es ein bisschen extrem. Naja, aber auch das Auto danach wieder einzufahren. Nimm eins also, mit dem Setup. Sie haben es ja richtig gut gemacht eigentlich, aber ich finde halt Need for Speed 2 zum Beispiel viel besser. Ja, gut. Also den Simulation. Aber es hat ja auch keine Physik-Engine in dem Sinne, oder? Nee. Need for Speed 2. Auch Simulation nicht, das ist einfach ein... Das einfach ein... Ich finde Simulation ziemlich... Aber Simulation ist... Eigentlich ist bei den drei nur der Grip anders. Da ist alles anders. Hast du die überhaupt mal gespielt? Ja, sicher. Simulationsmodus ist wirklich ein Simulationsmodus. Das ist einfach nur der Grip runtergesetzt. Oh, und das... Da ist die ganze... Acceleration ist anders und alles. Ja gut, abgesehen davon. Ja, das ist wirklich, das war damals wirklich eine Simulation. Aber dann das haben wir ist halt den Arcade-Mode und naja, den nee, Mode rein. Simulation hat das nichts mit zu tun. Dann ist da ist ja Need for Speed 1 wesentlich realistischer. Ich weiß nicht. Oh, aber sowas von. Der Simulationsmodus von 2 ist eine totale Enttäuschung. Das hat überhaupt nichts mit THC zu tun. Weiß nicht, das Einser, also wenn, dann das Einser auch nicht. Das Eins ist schon ziemlich gut gemacht, doch. Oh, es war knapp. Der ja. Sieger. Wenn du die Zeit hast, das war wirklich knapp. Alter, 4 Sekunden. Na. Also irgendwas läuft hier doch gewaltig schief, ey. Ach man, ich wollte erst einen neuen Monitor kaufen. Muss mir wahrscheinlich ein neues Lenkrad holen. Ich habe noch kein Reset gehabt, den ganzen Tag noch nicht. Das ist wir kriegen kein Auto, das ist scheiße. Geduld haben. Haben wir Zeit, bis Diebster wieder da ist. Das ist aber auch, glaube ich, gar nicht. Das dürfte auch, glaube ich, gar nicht Scenic Drive sein. Nein, das ist. Wir müssen Scenic Drive haben. Das bugs. Ja, stimmt. Das Auto kommt nicht. Ja, jetzt das ist gleiche das Rennen nochmal, das ist gleiche so. Rennen nochmal. Also jetzt ist ja ein Auto da. Soll ich mal raus, oder was? Nein. Das kann die Bindung hier weiterschalten. Ein bisschen Geduld. Na, du kannst rausgehen, du kannst dir eben jetzt... Doch, ach so, ja stimmt, geh mal raus, liebst dabei jetzt. Lieber raus, ne, ja. Jetzt wechseln wir ja die Strecke. Beim Streckenwechsel, das machen wir jetzt immer und nicht. Und dann warte, bis die ja, Bescheid sagt. Du überlebst ja keine Streckenwechsel. Ja, irgendwie, ich weiß, was das mal. Müssen wir beim nächsten, bis zum nächsten Mal irgendwie in den Griff kriegen, das Ganze. So, jetzt müsste ich, neunte Rennen ist jetzt dran, ne? Uff, das drittletzte. Ja, ist es. Wenn es 11 Rennen sind, ist es jetzt das 9. Das 9, okay. Dann Panic Drive, rückwärts gespiegelt mit dem Jaguar XKR. Ja. Ja. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Mhm. Ich sehe es ja, welches Deck aktuell ist. Ich glaube, das Tool kommt aber nicht klar, dass es 11 Rennen sind. So, jetzt müssen wir noch zweimal die Strecke wechseln, aus Gründen. Aus Gründen. Warte noch ein bisschen, Diebster. Mhm. Jetzt alle raus, plötzlich gerade. Gab's einen Streckenwechsel? Ja, aber ja. Es ist nicht Sonic. Nee, das okay. Das ist alle raus, okay. Muss das sein, laut dem Server-Browser. Okay. Alle durchgeladen? Ja. Dann mache ich jetzt nochmal Reset. Ein Outfit kommt gar nicht vor in der Streckenliste. Sagt ihr wieder Bescheid, wenn ihr durchgeladen habt. Und jetzt. Durchgeladen, das sieht mehr aus wie Coastal. Coastal Park ist das, ja. Und jetzt wird die richtige kommen. Warum ist das? Nein, warte, will ich es überhaupt wissen? Ja, das sieht doch schon besser aus. Du kannst connecten. Ja. Es hat ein paar gewisse Klinik Gründe. Aber es ist jetzt so anstrengend, dass du... Ja, aber wenn du den Workaround weißt, ist ja schon mal super.
Jetzt fahren wir ja nämlich die Strecke mit den super tollen Texturen der Kanten am Sand. Nein, ich fahre wieder Schnee. Darf ich auswählen, ja? Das ist nämlich genau die ich rausgeschmissen habe. Ich behalte das, ich finde das toller. Aber mit den kleinen Kanten, die du da am Sand siehst. Also dieses Flacker-Ding, genau, das hat mich genervt. Echt semi. Vielleicht gibt es ja einen Jonat, der das ausbessern kann. Oder irgendeiner aus ERP oder so. Das wäre ja cool. Der Drop Dead Goa, der kann das doch. Sollte er die Strecke mal anpassen. Ich meine, schlecht sieht sie nicht aus, aber irgendwie... Ja, vielleicht kann der das ja fixen. Drop Dead Goa hat auch die Coastal Park in Cyrus gemacht. Vielleicht der kann das doch dann bestimmt fixen. Müssen wir ihn mal fragen. Vielleicht der überhaupt irgendwas macht, fährt er gar nicht. Das muss ja einen Grund haben, warum das so ist. Der kriegt bestimmt raus, warum das so ist. Bist du ihn mal lieb fragen, macht das bestimmt. Warum was so ist? Ach, diese Streckentextur hier da, die hat unsaubere Übergänge an die Texturen. Du musst das mal teils so links und rechts mal ein bisschen sehen, wo der Sand ist. Siehst du diese komischen Striche da drin? Hey, du hast die Texturen ja gar nicht. Ach so. Hast du jetzt Real Talk gedacht, dass es an den Originaltexturen ist? Die Sand-Originaltexturen im Wald. Ja, Wüste im Wald, du kennst das nicht? Das ist doch, ist das so, oder nicht? Wo geht's jetzt längst? Ach, hier. Alter, ich war auch gerade schwer im Überlegen. Ich war mir kurz echt nicht sicher. Keine Ahnung. Verloren hier und dann wenn man neue Texturen benutzt, ist das manchmal schwierig. Ich muss mal Streckenverlauf schon verloren mit Originaltexturen. Rückgespiegelt. Warum ist denn Pete vor mir? Ja, das hat auch ziemlich lange gedauert, bis der mich vorbeigelassen hatte. Der wollte irgendwie nicht. Das müssen wir jetzt mal korrigieren hier. Geht ja gar nicht. Was ist da denn los? Das reicht, wenn du bei High Stacks abgehst. Hinfort mit deiner Korrektur. Wie Speed 4 lest du denn, wenn man vom 5. in den 4. schaltet, Auto? Das ist eine ganz große Frechheit. Gott, ich muss hier echt aufpassen, was ich hier tue. Ich bin mit dem Sand noch gar nicht so vertraut hier. Oh, gibt keinen Wechsel. Nee, da habe ich doch dieses Mal drüber gequakt, dass dieses Auto so dringend einen Sechsgang-Getriebe bräuchte. Ja. Hm. Oh, nee, wie mach ich denn? Oh, ja. Scheiße. Das war ja voll. Was hast du denn da angestellt, Liebste? Ja, die Leitplanke. Alter, du bist ja schon wieder so und so viele Sekunden vorher drin, Mensch. Das war die Leitplanke. Ja, also irgendwie machst du es mir einfach heute. Vielleicht ist es echt mit dem Lenkrad irgendwas. Ja, das Lenkrad ist im Arsch, definitiv. Ach, das ist. Ja, aber dann musst du halt mal die Deadzones hochdrehen, bis es geht. 3 Minuten. Ja, dann kann ich aber nicht mehr fahren. Das ist doch nur die Bremse. Wann brauchst du denn die Bremse? Das ist nicht so häufig, dass man die braucht. Wieso kann sie dann nicht mehr fahren? Ach, aber dadurch verlagert sich das ja noch. Der Bremsdruck ja auch nach hinten. Ist egal, du brauchst die ja kaum. Und wenn das einfach nur alles bei 49% noch keine Bremse, bei 51% Vollbremse, würde ausreichen. Dann hast du aber garantiert keine falsche Bremse. Ja, von mir aus reicht das dann bei HP2. Und was mache ich bei Dirt? Keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber für HP2 wird es reichen. Besser als wenn er zwischendurch reinbremst, was ja vielleicht jetzt passiert, keine Ahnung, wer weiß. Hat denn einer was gesehen von denen, die mal hinter. Das macht auf jeden Fall, das habe ich ja bei DX-Tweak schon gesehen. Ich habe keine komischen Bremslichter gesehen. Der DX-Tweak siehst ja die Rohdaten. So, da bin ich. Ja, aber die Rohdaten sind halt ausgeschlagen in dem Direct-Input-Bereich und das hat mich ja. Ach, ich kotze, ey. Okay, Auto. Selben Auto. Ich weiß gar nicht, was du bei Wheeler eigentlich siehst. Siehst du da die Rohdaten oder nach DirectX? Wie heißt das nochmal? Der wird auch nur direkt Input. Der kann nur das empfangen, was auch weitergegeben wird. Nee, weiß ich nicht. Wer ist denn das Scheiß-Tool jetzt schon wieder?
DX-Tweak. Also die Daten vor oder nach DX-Tweak, das ist die Frage. Was zeigt die da eigentlich an? Interessant wären die Daten nach DX-Tweak. Das stimmt, ja. Macht die Schaltung von der Karre nicht. Aber nicht, eigentlich fühle ich mich mit der unwohl. Mann, Och, Mann! Das muss ich alles gleich machen, alles nachmachen. Ich hasse dieses Auto. Hat das schon gleich, wenn ich mich da drehe, Stevie. Ich habe mal live miterlebt, wie jemand so ein Auto auf der Autobahn komplett geschrott fährt. Oh, das hört sich ungesund an. Ja, der ist eine Auffahrt viel zu schnell reingekommen in die Autobahn und da war so eine kleine Bodenwelle und er hat sich das Heck hochgehoben und er hatte aber voll auf dem Gas. Ach Gott. Aber den ist ja nur aus Automatik, als Automatik gibt, kannst du ja nicht ausprobieren. Dann ist er einmal nach rechts geschleudert und dann nach links geschleudert, aber danach kommt er zum Verfahren und ist voll in die Leitplanke rein. Also kleines Heck, Bodenkontakt verloren und dann High-Stakes Flugphysik. High-Stakes Flugphysik. Ja, nee, das wäre gut gewesen, ne? Wäre Landing Slowdown gewesen. Der ist einfach viel zu schnell rein. Viel zu schnell. Wieso fahren wir jetzt hier zu dritt? Das ist ja mal ganz interessant. Aber wäre diese Bodenwelle nicht gewesen, dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Hast du von der Apotheke gehört? Pete. Ja. Klang ja beinahe spannend. ja. Also die haben ja gar nicht berichtet über irgendeine Waffe, also der war wahrscheinlich sogar unbewaffnet. Nein, der war bewaffnet, also eine geladene Schreckschusspistole. Oh, der so kommt ja gar nicht darum. Echt? Also es ist ja also diese Gasdinger, die so Peng machen, also man kann da wahrscheinlich keinen wirklich mit verletzen. Das ist ein bisschen verächt. Okay. Ja, damit kannst du richtigen Schaden anrichten. Okay. Also wenn nicht tödlich sogar. Echt? Aber es heißt doch Schreckschuss, da denke ich noch Peng und das war's. Naja, da kommt vorne eine richtige Druckwelle raus. Ach, die Druck, okay. Die willst du nicht abkriegen direkt. Okay, aber dann reden wir von aus naher Nähe, wie heißt das, so nächster Nähe sozusagen. Ja, das ist quasi wie ein Messer, also. okay, ja. Wenn man so will. Das ist sehr gefährlich. Och, eng genommen, ey, hilft ja nicht. Ist in Karlsruhe auch mal wieder was los gewesen, ne? Ich hab's gar nicht mitbekommen, also nur dann Nachrichten halt. Ja. Gott, das ist aus dem Weil ich Kiste so lange nicht mehr um die, dass ich selbst zu eng fahren konnte, ey. Diesem Auto so schnell durch den Tunnel, holy moly. Ja, man durfte ja eh nicht dahin, also. Hier, Demon, was ist denn los? Hast du die Bremse jetzt gelöst oder was? Halt mal Sicherheitsabstand. Das mache ich ja schon wieder so viel hier. Viel zu weit vorne schon wieder. Wo hast du denn Pete gelassen? Lass dich mal zurückfallen und guck, wo Pete ist. Ach, der ist bei mir hier hinten. Sagen wir mal so, Pete hatte die eine Abkürzung vor uns. Ah, okay. Deswegen ja, das ist so nicht. Hinten. Ja, irgendwas habe ich wieder verkackt. Vielleicht eine Abkürzung. Hast du es mitbekommen? Okay, ich weiß es schon. Ja, ich war recht nah bei dir. Hast du gesehen, wie du dich gesetzt hattest? Ah, stimmt, ja. Ah, da habe ich zu viel. Ja, ich habe die Kurve nicht bekommen. Ja. Ah, was zum Orke? Ich hab keine Probleme gekriegt. Oh, scheiße. Oh. Weiterfahren! Das war voll scheiße. Oh Gott, jetzt bist du richtig weit weg, ey. Holy moly. Du hast den Sprung nicht überlebt, oder was? Ich hätte vor allem nicht über den Unfall quatschen sollen, wenn mir das vielleicht nicht passiert. Boah, fast gerade die Kante da mitgenommen.
Boah, ist das ein langer Sprint hier, ey, meine Güte. Oh, kriegt das Sunstars halt. So, und die Kiste kommt ja den Berg an nicht hoch, ey. Ja, da links fahren müssen. Scheiße. Hinter Stevie der gefahren, was du bist. Also wenn du den Berg nicht hochkommst, dann musst du einfach maximal links einschlagen, maximal rechts einschlagen, immer hin und her. Ja. Ach nee, das war Highstex. Schön Salz in den Mund streuen. Ah, da können wir Traditionsbaum-Crash machen. Nee, Palme. Ich hab sogar die richtige gefunden. Nein, verdammt! Ach, scheiße. Und bin da sogar in dein Auto reingeflogen mit dem Unfall. Ja, parkst hier in der Gegend. Palme! So, jetzt gehabt. Den Jump nicht verkacken. Ja, der ist ja nur harmlos, oder? Ja, je nachdem. Oh, Stevie ist vorbeigefahren. Pete auch, die ist auch alle vorbeigefahren. Volltreffer! Nein, die Palme, die direkt hinterm Ziel steht. Ach, die. Ja, ja. Alter, wie langsam war denn meine Topspeed hier, bitte? Stand da schon wieder jemand auf der Bremse? Na. Oh, für F50. Ja, der ist cool. Korall. Korall. Oh mein Gott, hat er nicht gesagt. Hat er, ich hab's gehört. Korall, oh Gott. Mal, du feierst bestimmt auch eine Partei. Ja, ja. Du machst bestimmt eine Höschenjagd. Wie sieht das mit, ach ne, Diebster fehlt. Ja, ja, der Diebster muss wieder joinen. Eine Rundenzeit, ja. Weißt du, okay. Hat die Stickerung gewechselt? Ja, die hat Bescheid sagen können. Habe ich nicht gesehen, deswegen habe ich jetzt gewartet. Oh Mann. Habe ich nicht gesehen, dass Stickerung gewechselt hat, tut mir leid. Kommt, wir machen jetzt eine TRR-Party und eine Rundenzeit, ja. Partei. Ja, wir machen die Partei. Mit einem Lotus Elise. Hier gibt es aber nur eine schnelle Runde. Oh, ich hab auf manuell gewechselt. Ich bin ein Trottel. Lars, Weiss! Nein. Was? Wieso denn? Wieso Last Race oder wieso manuell? Danta! Last Weiss! Ist ja auch richtig. Ja. Manuell ist doch gut. Na, ich weiß nicht, bei 50 ist es halt mal so und mal so. Und ich glaube, bei der Strecke wäre es okay gewesen mit einer Automatik. Was fährst du, Demon? Automatik. Ja. Ach, tut ihr da hin und her wechseln? Ja, es gibt halt ein paar Autos, die okay sind. Der CLK zum Beispiel ist fast immer okay und manuell ist halt so ein bisschen besser bei manchen wenigen Strecken, wenn du es echt drauf anlegst. Bei der einen Mediterranien-Strecke war es tatsächlich besser, den F50 manuell zu fahren, aber hier ist ja, glaube ich, Automatik definitiv besser. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, dass man eigentlich immer manuell fahren muss. Ja, es gibt ein paar Autos, die es hinkriegen. Ja. Und dann hast du halt eben mit der Automatikschaltung keine Verluste beim Schalten. Ah. Alle ziehen wir einmal vorbei. Ich sag mal so, es gibt aber einige, die bestimmt das Spiel hier komplett auf manuell spielen. Ja, ich steck halt Automatik in beim vielen, bei den meisten Autos ja auch nicht. Also ich fahre das eigentlich auch komplett. Wenn es da ein, zwei Autos gibt, die bei Automatik, na. Also es ist sehr schön, was man kann, ist jemanden ins Wort fallen, ist recht, wenn beide gleichzeitig reden. Das können Diebster und Pete sehr gut heute. Ja, passiert halt. Das ist halt die Verzögerung von TeamSpeak. Oh Mann. Ja, den Zug ziehe ich mir heute tatsächlich an. Also bremsen kann das Ding ja, ne? Jo, das stimmt. Ja gut, abkürzen fahren, warum denn auch? Passiert auch mal. Das ist deine letzte Runde. Oh, Mann. Ich bin so langsam, das ist so unglaublich.
Das kann nicht normal sein. Ja, ich würde sie ja gerne auf meinen überragenden Skill schicken, aber schieben. Aber ich glaube fast, dass es eher an dir liegt, nicht an mir. Oh, was brauche ich denn jetzt hier? Also mit anderen Worten, hast du heute die falschen Reifen drauf oder warum fährst du so scheiße? Ich hab die falschen Pedale. Ja, was baust du denn die falschen Pedale ein, ey? Ja, keine Ahnung. Frag Eddie, warum er das gemacht hat. Ah, das ist echt frustrierend. Tja, wärst du gestern mitgefahren, hättest du es gestern schon gemerkt. Das habe ich schon vor 2 Wochen gemerkt. Dann hättest du in den letzten 2 Wochen nicht mal High Stakes, okay. Ja, gestern bin ich nicht mal High Stakes mitgefahren. Schande. Ja. Samstag und Sonntag ist doch fester Renntermin. Da muss alles andere zurückstehen. Immer wenn ich mir überlege, was ich an den Tagen gemacht habe, vergesse ich es immer. Später fällt es mir wieder ein. Da fängt die Demenz schon an, wa? Ja, ist echt schlimm bei mir. Vor allem mit einer 50 so langsam. Das ist eigentlich mit dem Auto, wo ich eigentlich immer gegen Kirsche gewonnen habe. Glückwunsch, du bist Erster. Immerhin mal Dritter geworden. Jetzt soll ich 2 Sekunden langsam sein? Das kann mir doch kein Mensch erzählen, Alter. Ah, du hattest 186 km/h und Kirscher hatte 187 km/h. Also Topspeed ist gleich, das ist gleich. Ich war sogar also langsam. Ich glaube nicht, dass dein Pedal... Naja, zumindest hat es jetzt hier an der Stelle, wo der Topspeed ist, nicht reingefunkt. Dann sind wir durch, würde ich sagen. Jo. Jetzt hat das Deckel gewechselt, aber das willst du mich verarschen? Ach, jetzt geht's. Und jetzt, wo wir durch sind, ja cool. Na gut, er hat es ja vorher nicht mehr getestet. Genau darum ging es nur einmal schief. Dann haben wir sicherheitshalber immer... Ja. War eine bessere Idee, aber werde ich bis zum nächsten Mal irgendwie mal checken, was da los ist.